Der hier? Warte mal. So. Das ist mal Nummer 3. Ich weiß gar nicht, was hier los ist, Alter. Hier ist voll Halligalli. Halligalli. Huligulli. So, wir sind da. Also fast. Hier gibt es noch ein Sammel-Item. Hier irgendwie, irgendwo. Wo ist es denn? Ja, wo ist es denn? Jetzt wachen die Oluwas über mich. So, wir sind da. Jetzt sind wir da. Die Kristalle sprechen von rücksichtslosem und mörderischem Verhalten. Wir müssen über ihre Probleme sprechen und ihren Geist befreien. So, ich soll mit dir reden. Hola und willkommen in meiner Klinik. Ich bin Dr. Davalos. Was für eine Klinik, Alter. Einziger und bester nicht zugelassener alternativer Psychiater. Die Kristalle sprechen von blockierten Chakren und einem negativen Gleichgewicht in ihrem Inneren. Sie sagen, sie hätten oft getötet? Sie brauchen dringend mein revolutionäres, alternatives 5,5-Schritte-Therapieprogramm. Fangen Sie jetzt mit Schritt 1 an. Was ist Schritt 1? Fangen Sie ein paar Fische, mindestens 3. Wenden Sie sich anschließend für weitere Ratschläge an mich. Ich soll jetzt 3 Fische fangen? Ja, das kann ich. Jetzt beginnt ihre mystische Erholung. Schocktherapie, jaranische Geschichte. Oh, der labert aber auch immer. So, was ist die Aufgabe? Ich soll mich entspannen und ein wenig auf den Inseln angeln. Auf der Insel angeln. Also hier? Oder muss ich irgendwo woanders hin? Nö, das ist hier, ne? Ich probiere es einfach mal. Ich probiere einfach mal jetzt einen Fisch zu fangen. Let's go. Ich habe natürlich wieder meinen geilen Köder dabei. Das ist doch ein schönes Plätzchen zum Angeln. So, wo sind sie? Da kommen sie schon. Vielleicht beißen sie an. Irgendwie entspannt. Ha! Ich habe einen. So, ich habe einen. Komm ran hier. Ah, der ist ja easy. Okay, der erste war easy. Einmal habe ich schon. Ich schmeiß mal da lang. Was liegt denn da? Ein Pelikan? El Pelikanos. Oh, das ist aber fettet Viech, ey. Ich glaube, der wollte gerade den Pelikan holen. So. Oh, der ist ein bisschen stärker hier. Oder? 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 Ich muss irgendwie immer dagegen halten. Ah, ne, der kommt auch. Der kommt. Oh, ne, jetzt. Komm ran hier. So, Nummer 2. Was war das? Snockfleisch. Dann schmeiß ich nochmal da rüber. Der fliegt weit, Alter. Da kommen sie wieder. Der sah aber groß aus, ey. Die lassen sich ziemlich leicht einholen, ne? Überhaupt keine Probleme. So. Makrele. Okay, das war Schritt 1. Und nun? Dr. Davalos, hier Danny. Ich hab was gefangen. Ich hab was gefangen. Ja, ich hab wirklich was gefangen. Ich spüre nichts. Genau. Zeit für Schritt 2. Ich will, dass Sie Pelikane für mich füttern. Warum? Danny. Wollen Sie Ihre Chakren öffnen, mit den Kristallen harmonisieren? Wie soll ich denn Pelikane füttern? Oder nicht? Ich versuche immer noch zu verstehen, was das überhaupt heißen soll. Machen Sie einfach mit Schritt 2 weiter und füttern Sie die scheiß Pelikane! Okay. Okay, ich soll Pelikane füttern. Ich weiß zwar nicht, was das bringen soll, aber ich muss die Pelikane füttern. Normalerweise sind sie an der Küste zu finden. Also hier war ja gerade einer, ne? Die Frage ist ja... was meinen die denn mit Küste? Ich bin doch hier an der Küste, oder? Pelikan? Pelikan? Okay, hier ist kein Pelikan. Dann gehen wir mal hier weiter. Vielleicht da vorne oder so. Wird mir hier irgendwie was angezeigt? Mir wird hier nichts angezeigt, ne? Nee, dann gucken wir mal. Auf jeden Fall eine spannende Sache mit dem Pelikan. Da habe ich richtig Bock drauf. Und vorher holen wir mal den noch weg da.
Komm schon, befrei mich. Ja, wir befreien dich. Oh, guck mal, Pelikane. Hallo. Wie fütter ich die denn? Die fliegen doch weg, oder? Ich soll dich füttern, Freundchen. Ich habe ein bisschen Fisch für dich, Kumpel. Guck mal hier. Njom, 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 njom. Njom, 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 njom. Bitte so, schön. Einmal habe ich schon. Ich habe noch einen. Komm her hier. Kriegst noch ein Fischchen. Mmm, lecker. Okay. Ach, zwei. Halt! Halt, stopp! Halt mal. Willst du doch? Bist du auch ein Pelikan? Siehst aus wie ein Pelikan, ne? So, geschafft. Ja, war doch ganz easy eigentlich, ne? Keine Probleme. Spezialeinheiten. War ja klar. Mhm. So, und nun? Hola. Also, Hola, Chica. Ich habe die Pelikane gefüttert. Sie, die Kristalle haben es mir geflüstert. Muy bien, Dani. Dann muy bien. Schritt 3. Und wie sieht er aus? Füttere ich Hunde oder Hühner oder so? Nein, Hunden kann man nicht vertrauen. Und Hühner sind nicht real. Mhm. Sie sollen meditieren. Meditieren? Wo, hier? Nein, seien Sie nicht albern. Meditieren soll ich? Adlauch aus einer Klippe. Schwierig, da hochzuklettern und in der Nähe ist eine kaputte Brücke. Also oh boy. Seien Sie vorsichtig. Was? Gonja. Okay. Oh Gott, da hinten muss ich hin. Moment. Da mache ich aber Schnellreise. Let's go. Oh nein! Oh nein, ich wollte eigentlich Absprung machen. Naja, egal. So. Ich habe das natürlich noch nicht markiert. Kann man denn nochmal Absprung machen? Absprung. Nicht zu vergessen, dass ich sofort die Reißleine ziehe. So. Alright. Guck mal, das ist doch easy, ne? Das ist doch ganz easy. Da kommen wir easy dann hin. So muss das sein. Ach, das ist an diesem Turm. Da waren wir ja auch schon mal. Ah, ich glaube, ich komme nicht ganz hin. Da ist auch die Brücke, die ich gerade da sehe. Wir gucken mal, wie weit wir da kommen und wie hoch ich noch muss. Hopp. Der Spinner meinte, der Adlerhorst wäre auf der Spitze dieses Mogote. Wie komme ich denn da hoch? Supremo. Den Supremo sollte ich auch mal wieder einsetzen. Ich glaube, ich muss hier lang, oder? Hier ist so eine komische Brücke. Was wird denn dir da angezeigt für eine Zeit, Alter? 30 Sekunden? Und ich wette, da geht's so richtig ab gleich. Da einfach rüberjumpen, oder wie? Ich jump da einfach mal so. Oh, guck mal. Ja, moin. Ich nehme mal meine ultra geile Waffe. Dann brauche ich nur 2 Schuss. Ja, hochklettern oder nachladen? Beides geht natürlich nicht. Ja. Na, hoch da. So, da oben ist es. Hier soll auch noch irgendwo eine Kiste sein. Da komme ich gar nicht hoch. Ich muss da wirklich hochspringen. So. Und da dann rein. Und wo ist die Kiste? Ja, die holen wir später. So. Okay, ja, ich bin hier. Und nu? Hallo. Soll ich hier irgendwas machen? Ich sollte meine Waffen wegstecken und stehen bleiben. Jetzt kommen wahrscheinlich gleich Viecher. Oh, okay. Super. Oh. Ich darf mich nicht bewegen, Freunde. Ich muss ein- und ausatmen. Ein- und ausatmen. Entspannung an der Bergluft. Wunderbar. 14 Sekunden noch. Ich muss mich entspannen. Ja, entspann dich mal. So. 3 Sekunden noch. Okay. Ziel abgeschlossen. Perfekt. Das hat gut getan. Das war super.
Ja, ich bin's. Ich habe also in einem scheiß Adlerhorst meditiert. Ist denn hier eine Kiste? Und? Das war schräg, aber irgendwie spannend, glaube ich. Wenn Chakren reden könnten, würden sie ihnen danken. Sie sind bereit für den nächsten Schritt. Dieses Mal sollen sie Fallschirm springen. Okay. Fallschirm springen? Sehen Sie, so schräg ist man guck mal hier. Gar nicht. So weit würde ich nicht gehen. Dani, wer ist hier der Arzt und wer der Patient? Ich weiß nicht. Genau. Finden Sie einen hohen Absprungort und werden Sie eins mit den Wolken, Dani. Eins mit den Wolken. Ich könnte auch ein Flugzeug nehmen. Schritt 4, ab in die Lüfte. Adrenalin bringt angeblich das Blut in Wallung. 20 Sekunden in meinen Wingsuit oder an einem Fallschirm sollten reichen. 20 Sekunden? Da muss ich aber hochfliegen, Alter. Wie soll ich das denn machen? Warte mal, ich guck mal. Ist das schon der höchste Punkt hier? Also da hinten, der Turm ist noch höher. Also ich glaube, wenn ich hier runterfliege, könnte das eventuell klappen. Wobei, da hinten ist noch ein höherer Punkt, ne? Hier irgendwie. Naja. Ich würde ja noch... Ich würde ja gerne noch ein bisschen höher. Ich glaube, das geht nicht. Gut, let's go. So. Ich probiere es einfach mal. Vielleicht funktioniert es ja. Sieht ganz gut aus. Aktuell. Dani, hier Dr. Davalos. Nicht jetzt! Nicht jetzt. Als ob ich noch nie mit dem Wingsuit geflogen bin. So tut er gerade. Ja? Okay, Ziel abgeschlossen. Okay. Relativ easy. Hier unten ist noch eine Sammelsache. Die holen wir uns natürlich noch. Oh. Yeah. Guck mal hier. Dr. Davalos. Dani, sind Sie eins mit dem Cumulonimbus geworden? Keine Ahnung, aber es hat sich gut angefühlt. Sehen Sie, spirituelles Wachstum. Jetzt möchte ich, dass Sie etwas Nettes zu Ihren Feinden sagen, wenn Sie sie ermorden. Etwas Nettes? Was? Dani, stellen Sie meine Methoden nicht in Frage. Hä? Sie stehen am Rand eines bedeutenden spirituellen Durchbruchs, aber Sie müssen alle Schritte durchführen. Die Kristalle haben gesprochen. Okay. Okay. Im nächsten Schritt soll ich meinen Gegner ein Kompliment machen und vergeben. Ich sollte schöner ran und dann einen Takedown durchführen. Okay, das ist kein Problem. Da ist nämlich schon ein Gegner. Warte mal. Guck mal hier. Einmal. Da ist noch einer. Zack. Bumm. Klack. Die Uniform steht hier perfekt. Noch jemand? Und die hatten wir noch was für mich. Danke. Vielen Dank. Freien. Benava. Da drüben sind noch welche. Komm her. Die sind hinter der Mauer. Hinter dem Zaun. Aber ich glaube, da kann man einfach so durch, oder? Oha. Der hier? Warte mal. So. Das war Nummer 3. Ich weiß gar nicht, was hier los ist, Alter. Hier ist voll Halligalli. Halligalli. Hulligulli. Also, ich habe ein paar Leute getwittert und, naja, nette Dinge gesagt. Nette Dinge gesagt. Sie sind einer meiner besten Patienten. Ich bin Ihr einziger Patient. Besuchen Sie mich im Büro wegen des alles entscheidenden nächsten Schritts. Ich bin stolz auf Sie. Ich komme, sobald ich kann. Sprich mit Dr. Davalos. Zeit, zum Doktor zurückzukehren. Okay, wir gucken mal, wo der Doktor war. Der war hier. Dann machen wir hier nochmal einen Absprung. Es ist wichtig, diesen Absprung zu machen, Freunde. So. Und direkt... warte mal, wo müssen wir hin? Wir müssen dahin. So. Und dann direkt der Sturzflug. Runter, runter, runter. Ah, da hinten ist er. Auf der Privatinsel. Privatinsel meines Vertrauens. Tschu-tschu. Tschu-tschu. Und... So. So. Oh, Sie an. Sie sind zurückgekommen. Gratulation, ja. Dani.
Sie haben ein alternatives 5,5-Schritte-Therapieprogramm abgeschlossen. Aber ich habe nur 5 Schritte gemacht. Der halbe Schritt war, wieder zu mir zurückzukommen. Ich muss Ihnen sagen, dass ich mich nicht wirklich anders fühle. Falsch! Ihre Chakren sind jetzt frei und Ihre Aura hat den Farbton eines Amethysts. Das sind fantastische Neuigkeiten. Oh ja, aber es gibt einen Haken. Was für ein Haken? Sie müssen den mörderischen Zustand aufrechterhalten. Sonst könnten Sie die katastrophalen Auswirkungen einer posttraumatischen Belastungsstörung zu spüren bekommen. Ah ja. Das klingt ja furchtbar. Sie, das ist es auch. Hören Sie nie auf zu töten, Danny. Hören Sie nie auf. Okay. Gut, ich meine schon das ganze Spiel hier. Kommen Sie bald wieder. Ich würde gerne ein anderes Programm ausprobieren, das ich galaktische Urintherapie nenne. Oh ne. Warum probieren Sie es nicht an sich selbst? Und sagen mir dann einfach, wie es war. Alright, Jaranische Geschichte abgeschlossen. Schocktherapie. Nice.